Heute geht's um die originalen Apple Watch Ultra Armbänder. Schön, dass ihr da dabei seid beim neuen Video von mir. Wie schon gesagt, heute geht's um die Original Apple aus dem Apple Store Armbänder für die Apple Watch Ultra. Im Grunde genommen gibt's nur drei verschiedene, dann natürlich in verschiedenen Größen und Farben, aber Alpine Loop, Trier Loop und das Ocean Armband. Alle drei Armbänder wurden speziell für die Apple Watch Ultra entwickelt, aber alle drei haben ein unterschiedliches Einsatzgebiet. Kommen wir zuallererst zum Ocean Armband. Dieses, also so wie bei allen anderen auch, ist schon vom Namen her relativ selbsterklärend, wo das Einsatzgebiet von diesem Armband liegt. Und zwar ist dieses Armband für alles mit Wasser. Es ist aus Gummi, es saugt sich nicht voll, es verändert seine Form nicht, seine Farbe nicht. Wenn es nass wird, das Gummi kennen wir eh schon, das ist das ganz normale Apple-Gummi. Diese Stahlen hier sind aus Titan, also auch da überhaupt keine Probleme, wenn sie nass werden. Diesen kleinen Teil hier, der ist ja separat, den kann man sich dann, je nachdem wie groß oder wie eng man sich das Ganze schnallt, positionieren. Ich habe ihn so positioniert, dass so wenig wie möglich drüber steht. Vom Tragekomfort her würde ich sagen, gut. Es ist, wie gesagt, das ganz klassische Apple-Gummi. Und ansonsten gibt es jetzt nicht viel dazu zu sagen. Ich kenne ein paar Leute, die kriegen dann relativ stark oder relativ schnell auch im Sommer einen Ausschlag unter den Gummibändern, wenn sie schwitzen. Das heißt, da sollte man aufpassen, vielleicht zu einem anderen Arm angreifen. Aber fürs Tauchen oder wenn man regelmäßig schwimmen geht, ist das auf jeden Fall eine verdammt gute Wahl. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal den Alpine Loop an. Dieses Ding ist, glaube ich, mein Favorit. Ich bin noch ein bisschen unentschlüssig zum Trier Loop, aber dieses Band ist eben fürs Bergsteigen, hat zusätzliche Sicherheit. Dieser Haken hier ist auch aus Titan und wie ihr seht, der rastet hier wunderbar ein und danach sollte die Apple Watch hoffentlich nicht verloren gehen. So sieht das Ganze einmal angelegt aus. Ich habe mich hier für die grüne Variante entschieden. Bei diesem Armband gibt es aber eine extrem wichtige Sache. Seht ihr diesen Haken hier aus Titan? Wunderschön. Hält super gut. Aber jetzt schleift nichts. Das ist die Large Variante. Ich habe super dünne Ärmchen und eigentlich habe ich immer Small oder Medium. Aber da war dieser Haken hier unten. Jetzt stellen wir uns mal vor, das ist ein MacBook, ein Laptop, irgendeine Oberfläche, die zerkratzen kann und ein Titanhaken schleift da unten herum. Darum, ganz, ganz wichtig, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Ganze auszuprobieren und euch das Large-Armband passt oder ihr noch dünnere Ärmchen habt als ich und der Haken sowieso schon hier auf der Seite ist, bitte probiert es aus. Wenn der Haken da unten ist, dann muss er schleifen. Ihr werdet jetzt irgendwo Spuren haben. Das wäre einfach schade von einem Armband für eine Uhr. Ansonsten Tragekomfort sehr gut, besser als beim ersten. Das Armband ist auch aus Polyester. Ausschlag ist immer so eine Sache. Ich habe leider auch hin und wieder einen Ausschlag von Armbändern bekommen. Deswegen, das muss ich ausprobieren. Es ist immer nur im Sommer, wenn man stark schwitzt. Aber ansonsten Komfort und Optik auf jeden Fall sehr gut. Dann ist es auch schon Zeit, dass wir zum dritten bzw. letzten Armband kommen, dem Trier Loop. Den habe ich mir in schwarz genommen, dass ich mal auch etwas Schlichtes habe. Ein orangenes Akzent ist eh drauf, also man erkennt sehr deutlich, dass es immer noch ein Armband für die Apple Watch Ultra ist. Aber ansonsten haben wir hier im Armband selbst kein Metall drinnen, nur die Endstücke, logischerweise. Bei dem Armband fällt mir sofort auf, es ist auf jeden Fall das schlichteste, wahrscheinlich wegen der Farbe. Und man kann es halt wirklich auf den Millimeter so einstellen, wie man möchte. Weil hier hat man bestimmte Einkerbungen, wo man einrasten muss. Bei dem genauso. Hier ist es ja wirklich je nach Belieben. Es ist auch das leichteste, es ist das weichste. Und damit ist es für den Alltag auch das angenehmste. Es ist so, als man merkt die Uhr, aber man merkt kaum das Armband. Bei den anderen habe ich allen das Armband wirklich bewusst gemerkt. Es ist auch ein bisschen elastisch. Also für jeden Tag, all day long, ist, glaube ich, der Trier Loop die
beste Alternative. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, welche Armbänder ich noch für die Apple Watch Ultra ausprobieren könnte, nur her damit. Ich liebe verschiedene Armbänder, wechsle sie auch regelmäßig. Von dem her, 3 sind eigentlich noch zu wenig. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Welche Armbänder habt ihr? Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!